Que pasa, Leute, herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding. Schon wieder eine neue Folge Klartext Podcast. Da hau ich den Content raus momentan, denn wir sitzen ja alle zu Hause. Das ist etwas, das ich nicht verstehe. Darüber können wir gleich mal am Anfang reden, aber dazu kommen wir gleich. Wir sitzen ja alle zu Hause, wir haben Bock auf YouTube, wir vermissen Training und deswegen ballern wir alle Content raus ohne Ende. Aber krass ist gerade, ganz Fitness-YouTube ist klicksmäßig tot. Das ist eine sehr interessante Sache. Wir sind davon aber echt unbeirrt. Wir ballern weiter Content raus, denn das Feedback, das wir bekommen, ist immer mega geil. Die Leute sind dankbar, die freuen sich über den Content. Und in diesem Sinne, ich war zuerst in seinem Shredded-Podcast zu Gast. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut auf seinem Kanal vorbei. Und jetzt habe ich mir gedacht, hole ich ihn doch auch mal zu mir in den Klartext-Podcast. Der liebe Kevin Stütz, seines Zeichens IFBB Pro. Und wir werden ein bisschen mal Klartext sprechen, so wie man es immer macht. Vielleicht heute mal ein bisschen mehr über alles drumherum, denn er ist auch ein begnadeter Coach. Darüber hatten wir ja quasi auch in seinem Podcast gesprochen. Und deswegen freue ich mich jetzt erstmal, dass du da bist. Herzlich willkommen, mein Lieber. Ja, danke schön. Freut mich auf jeden Fall, dass ich mal teilnehmen kann an deinem Podcast und da ein bisschen beitragen kann. Wie du schon gesagt hast, zurzeit ist es sehr, sehr schwierig, überhaupt den Content ein bisschen rauszubringen. Instagram hat auch schon wieder dass ein Algorithmus irgendwo gewechselt. Ja. Es ist generell schwierig, da zurzeit irgendwie ein bisschen vorwärts zu kommen. Mhm. Aber ja, guter Content ist genau wie gutes Coaching. Das ist im Prinzip nachhaltig und die Leute wollen dann halt auch wirklich mehr davon sehen. Somit lassen wir sie davon einfach mal nicht beirren. Sehe ich ganz genauso. Aber ich denke, das ist etwas, da können wir gleich mal mit einsteigen. Ist ja sehr interessant. Instagram können wir auch gleich zu kommen. Jetzt rein mal von der Logik. Auch an euch alle da draußen. Es ist doch so, wir sind alle zu Hause. Wir vermissen Fitness. Wir wollen uns vielleicht weiterbilden. Wir wollen uns mehr damit beschäftigen. Wir denken uns, ey, wenn das Gym wieder aufmacht, ne, also viele geben trotzdem weiter Gas, so wie ich, mein Team, du wahrscheinlich auch. Aber viele denken sich so, hey, wenn das Gym wieder aufmacht, dann will ich nochmal ganz anders angreifen. Jetzt will ich so das wissen, jetzt will ich das anders machen. Und da informiert man sich doch, man konsumiert doch den Content. Aber gleichzeitig ist der ganze Fitness-Content so vom Niveau, von den Klicks einfach brutal niedrig. Wie erklärst du dir das? Hast du da eine Theorie? Das ist echt sehr schwierig. Bei Instagram natürlich logischerweise, weil sie jetzt einfach wirklich gewechselt haben. Bei YouTube kann ich ehrlich gesagt noch gar nicht so mitreden, dadurch, dass ich eigentlich sehr wenige Follower habe, was das angeht. Dadurch, dass ich doch immer sehr lehrreichen Content eigentlich immer mehr bringe und weniger so diesen Entertainment-Content, der was, glaube ich, einfach ein bisschen mehr gefragt ist. Ja. Ich glaube, in dieser Szene oder in dieses Metier muss ich auf jeden Fall ein bisschen mehr eintauchen. Für mich ist halt einfach immer wichtig, dass halt die Leute auch immer was mitnehmen können vom Video, dass sie halt einfach wirklich ja, was lernen können dabei. Für das haben wir einfach auch unsere Membership-Seite noch gemacht, die getimp.com. Aber ja, wie gesagt, ist sehr, sehr schwierig zu erklären, warum das zurzeit so runtergeht. Vielleicht sind die Leute einfach auch schon wirklich genervt von dem Thema. kann ich mir nicht ganz vorstellen. Aber sobald die Gyms wieder aufgehen, würde man sagen, wird das sicher wieder ziemlich explodieren, denke ich mal. Das kann gut sein. Also ich habe aber den Eindruck, ich habe jetzt zum Beispiel mit Max, halte ich auch öfter Rücksprache. Bei ihm ist das quasi auch schlagartig zurückgegangen. Und bei ganz vielen anderen, mit denen ich schreibe, auch. Also es kann ja dann eigentlich nur an YouTube liegen, weil es werden ja eigentlich nicht alle gleichzeitig uninteressant. Ich meine, hast du denn, obwohl du jetzt respektive sagst, wir blenden deinen Kanal natürlich nochmal ein, weil ich meine, wertvoller Wissenscontent ist immer ganz wichtig. Nicht zuletzt, ich habe auch über ein Jahr lang für 200-300 Klicks habe ich Videos gemacht, für Trainingsvideos, für die ich teilweise viel Geld ausgegeben habe. Und es war mir egal, weil ich habe es in erster Linie als Werbeplattform für mich als Coach gesehen. Und deswegen, ich persönlich finde sowas viel, viel wichtiger. Diese Substanz ist viel, viel wichtiger als bloßes Entertainment. Ob das jetzt Aufklärung im Sinne von Supplements, Training, Ernährung, Stoff, wie auch immer, irgendwas ist. Und jeder soll machen, was er will. Ich finde es auch okay, dass es Videos gibt, die einfach nur lustig sind, die einfach nur trashig sind. Dafür alles sein. Aber deswegen finde ich es wichtig, dass wir einfach auch mal Kanäle wie deinen da noch mit hochholen, weil du bist ja auch ein begnadeter Sportler, ein guter Coach. Hast du denn auch bei dir irgendeinen Abfall gemerkt quasi von der Quote, dass du gesagt hast, hey, ich mache gerade Content und schwupps, jetzt ist es tatsächlich noch weniger oder jetzt habe ich weniger Zulauf oder vielleicht auch, was bei mir passiert, mich schreiben Abonnenten an und sagen, deine Videos werden mir nicht mehr angezeigt. Okay, das kann sein. Wie gesagt, dadurch, dass ich noch nicht so groß bin, habe ich das natürlich nicht so extrem mitbekommen. Ich habe nur einfach, wann war das, ich weiß nicht genau, vor 1-2 Monaten einfach angefangen, haben wir auf die Versuchs jetzt einmal auf die tägliche Variante.
wirklich täglich Content zu bringen. Und täglich ist, was Wissenscontent angeht, auch sehr schwierig. Alter, ja, das ist richtig schwer. War aber dann so, dass es eigentlich nur negativ dann eigentlich nur mehr runtergegangen ist. Ja. Somit habe ich mir dann wieder gesagt, okay, eigentlich sinnlos, das jetzt zu machen. Und zusätzlich ist mir natürlich klar, dass bei großen Accounts Firmen dahinter stehen, die was das natürlich pushen, wo verschiedene Leute einfach, die wirklich diese YouTube-Thumbnails machen, die was die Leute wirklich ansprechen, die was das auch wirklich drauf haben. Deswegen, wenn man da in die Richtung keine Unterstützung hat, ist es schon auf jeden Fall ein ziemlich steiniger Weg nach oben, denke ich mal. Das kann ich dir bestätigen. Ich mache meine Thumbnails bis heute auch selber. Ja, ich weiß, sieht man. Dankeschön. Alles gut. Aber deins sah gar nicht so schlecht aus von dem Shredded Podcast, fand ich. Ich finde, man kommt da so ein bisschen rein, oder? Man hat da mit der Zeit so ein bisschen das drauf mit dem Ausschneiden und so. Und meine ersten waren auch sehr cringig, aber es geht dann so irgendwann, ne? Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ist jetzt nicht so ein Thema. Ich habe mich mit dem eigentlich ja schon relativ oft beschäftigt. Mhm. Ich mag das mit dem Serverfilmen eigentlich auch immer nur relativ gern. Bei den Trainingsvideos habe ich dann doch in der letzten Prep relativ viel Geld auch wieder in Trainingsvideos investiert. Das ist dann schon relativ gut ankommen, aber wir wissen beide, Bodybuilding-Wettkampf-Prep kommt natürlich immer viel besser an. Oder halt die meisten Views, was mein Kanal eigentlich hat, waren natürlich zum Beispiel mein Profi-Debüt in Portugal. Da waren bis zu 10.000, 15.000 Klicks, wenn ich das jetzt vergleiche mit vielleicht gerade mal 200, 300 Views, ist das natürlich lächerlich, da überhaupt so auf die Art ein Video zu machen. Aber halt, ich finde halt diese Roadtrip und solche Sachen, das greift halt immer viel mehr. Das wollen die Leute halt sehen, weil das ist mal ein bisschen was anderes. Also ich halt wirklich nur das Format, was man jetzt sieht und wo ich was erkläre, ist vielleicht nicht für jeden was. Das ist, wie gesagt, vielleicht für 100, 200 Leute was, ja. Aber dafür, dass auf Instagram eigentlich relativ viele Leute immer sehen, ist schwieriger. Daran merkst du aber auch, dass die Portale das selbst regulieren. Weil sonst müsste es ja irgendwie eine anständige Übersetzung geben. Ich meine, jeder, der Instagram hat und dich interessant findet, der guckt doch an sich auch YouTube. Ich meine, könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie es bei dir ist, wenn du jemanden auf Instagram wirklich interessant findest, ihn feierst, ihm folgst, dann wirst du doch auch ein Video von ihm schauen. Nehme ich mal so an, würde ich mir jetzt mal denken. Ich denke schon, dass es die Portale so regulieren. Aber da kommen wir vielleicht auch gleich mal zu einer Überleitung. Es kommt ja immer darauf an, was dein Approach ist, so wenn du einen Kanal machst. Du zum Beispiel gehst jetzt auf Wissen in erster Linie, was ja bei mir auch so war. Ich denke, da haben wir vielleicht das eine gemeinsam, dass wir ja im Gegensatz zu vielen anderen YouTubern, und deswegen wirst du da auch gerne mal in eine Schublade gesteckt, nicht von YouTube leben, beziehungsweise nicht auf die YouTube-Einnahmen angewiesen sind. Das wiederum gibt dir ja eine gewisse Freiheit zu sagen, naja, ich mache hier, was ich will. So, ich mache nur Wissenscontent, oder wie es bei mir ist, ich mache manchmal Reactions, manchmal Wissenscontent. Ich habe auch schon so Dulli-Videos gemacht, so lustige. Ich mache halt, worauf ich Lust habe. Und ich denke, es ist ja bei dir genauso. Darf ich fragen, wie es bei dir so verteilt ist? Wie ist bei dir die Situation jetzt als Pro? Weil das ist ja natürlich auch eine teure Situation. Bist du nur Coach beruflich oder machst du noch was nebenbei? Wie sieht es mit Sponsorings aus und dies, das? Wie verteilt sich das so ein bisschen, wenn ich fragen darf? Von den Einnahmen her ist eigentlich so, dass ich mein Hauptgeld auf jeden Fall über die Coachings mache, weil ich schon seit 2013 eigentlich angefangen habe mit Coachings. Damals eigentlich nur so eher unentgeltlich, wie gesagt, eigentlich so ein bisschen einen Namen aufgebaut und dann eigentlich, wie gesagt, eigentlich erst mit zu Kohle dann natürlich. Es hat sich dann über eine relativ heftige Diät in 2015 meine Bekleidungslinie entwickelt, weil ich in der Nacht nicht wirklich allzu viel schlafen habe können. Hat sich dann die Bekleidungslinie Brutal Work Clothing entwickelt, von der ich jetzt eigentlich auch schon wirklich gute Einnahmen erzielen kann. Cool. Bin eigentlich ziemlich happy dadurch, dass ich das eigentlich alleine aus dem Boden gestampft habe. Auch was Marketing angeht, wie gesagt. Das ist auch sehr schwer bei einer Bekleidung. Ja, vor allem, ich bin halt auch marketingtechnisch und so überhaupt noch nicht weiß. Also ich lese mir das Ganze halt einfach immer selber ein, mit meiner Frau natürlich in Kombination. Cool. Wir sind da ein ziemlich gutes Team, würde ich sagen. Und halt die Membership-Seite, die ich mit meinem Partner, mit meinem Trainingspartner eigentlich habe, die www.getmp.com, wo wir halt auch, wie gesagt, über Ernährung, Training, Stoffsoftware aufklären. Wie gesagt, wir haben das eigentlich vermehrt, so einfach wirklich
gehaut, ja, weil es einfach doch so ist. Also ich würde es auf jeden Fall immer noch so sagen. Ich finde es sehr wichtig, dass man auch ein bisschen was hergeben muss, beziehungsweise wenn man was lernen will, sollte das auch was wert sein. Und wenn man jetzt sagt, das ist 9,90 Euro im Monat, ich glaube, das kann sich jeder leisten. Wir haben es auch aus dem Grund eher gemacht, weil natürlich ein Coaching kann sich jetzt zum Beispiel nicht jeder leisten. Ja. Aber die Seite heißt Individual Maximum Performance, gerade aus dem Grund, weil sie die Leute den Content runterziehen können und so dann individuell auf sich anpassen, falls sie das natürlich können. Mhm. Deswegen das auf jeden Fall so die billigere Variante. Mhm. Und das sind eigentlich so meine drei Standbeine, würde ich sagen. Mhm. Sponsoring bin ich jetzt bei NP. Da ist jetzt aber noch nichts eigentlich so geldmäßig ausgemacht. Wir schauen jetzt einmal die ersten zwei Monate, wie es läuft. Mhm. Und dann schauen wir uns das weiter an. Das ist aber auch nicht, sage ich mal, nicht ungewöhnlich. Ne? Das machen wir bei Big Zone ähnlich, dass wir mit den Leuten oft sehr niedrig starten oder manchmal auch nur mit Sponsoring und 10%. Je nachdem kann man dann einfach entscheiden, weil es ist eben auch wichtig, dass derjenige, der gesponsert ist, versteht, dass er auch seines eigenen Glückes Schmied ist. Und über den Code, das denken viele gar nicht, über deinen 10%-Code, wenn du mal ein paar Anhänger hast, da kannst du schon was generieren. Ja. Da geht ja schon was, ne? Und der erste, finde ich ganz wichtig, der erste Anreiz von den Athleten sollte eben sein, dass er das selbst zum Laufen bekommt. Ne, dass er selber sagt, du, ich werbe entsprechend und so weiter. Und wir haben ja heutzutage das Problem, dass viele Bodybuilder sich ein bisschen zu stolz dafür sind. Und deswegen sind Firmen, also sind wir genauso, deswegen sind wir sehr vorsichtig geworden. Vor allem, wenn man sich einen ordentlichen Bodybuilder holt, der denkt meistens, der dicke Bizeps reicht. Ne? So ist es ja, heutzutage ist das nicht mehr alles, man muss in Social Media einfach auch präsent sein. Was ich aber sehr wichtig finde oder einfach auch immer dazu sage, ist schon so, dass es eigentlich jetzt komplett egal ist, wie viele Follower du hast, du brauchst halt diese realen Follower, die was halt dann, also reale Follower ist jetzt auch wieder so... Ich weiß, was du meinst. Die, was halt auch wirklich dein Content sehen wollen und die, was dir auf die Art auch wirklich vertrauen. Mhm. Und ich glaube, das habe ich mir über die letzten Jahre einfach relativ gut aufgebaut, deswegen glaube ich, wird die Zusammenarbeit mit MP jetzt gut laufen, vor allem mit Österreich, Schweiz und Deutschland. Kann ich ja mit der deutschen Sprache so auf die Art abdecken. Da haben eigentlich schon viele mir auf die Art gefolgt. Mhm. Und dadurch gesagt, dass ich halt eigentlich auch immer beim Jordan gesagt habe, was ich eigentlich auch noch wirklich nehme, bei anderen Sponsoren halt immer gesagt habe, okay, das finde ich gut, das finde ich weniger gut. Ich weiß nicht, mir ist es halt einfach wichtig, dass man so auf die Art immer real bleibt. Ja. Halt auch wirklich nur das bewirbt, was man nimmt, weil, wie gesagt, ich bin zum Beispiel jetzt gar kein, ist eh vor kurzem gerade vorgekommen, gar kein Booster-Typ. Ich habe vor kurzem wieder einen Booster ausprobiert und mir hat die Socken ausgezogen. Also ich habe mir gedacht, das war es jetzt dann mit mir. Was für ein Booster denn? Das war der, verdammt, Doom. Der genau, Doom? Also von ist der mit Koffein? Ja, ne? Ja, hat aber mit dem eigentlich gar nichts zu tun, weil ich normalerweise überhaupt kein Koffein nehme. Mhm. Diese ganzen Substanzen vertrage ich einfach nicht. Ich habe sogar die Dosis halbiert und es hat bei mir einfach so extrem gewirkt, dass halt damit, ich habe halt auch Kreuzheben gemacht, war halt auch die Kombination einfach nicht optimal. Ich habe dann beim Heimfahren mit dem Auto stehen bleiben müssen auf der Raststation und habe sogar einen Coach, also den Stefan, angerufen, weil ich mir dachte, wie kriege ich jetzt einen Herzinfarkt? Wirklich, also ich habe mir echt gedacht, es ist jetzt gleich vorbei. Krass. Ich bin stehen geblieben und habe mich dann auf die Rückbank gelegt und er hat gesagt, komm aber, das haben wir schon mal bei dir gehabt, du hast schon mal den Psychotic damals ausprobiert. Nein! Und du hast dieselbe Reaktion gehabt. Ja. Und ich habe mir gedacht, ich bin so ein Vollidiot, warum mache ich das eigentlich jedes Mal? Ich habe mir eigentlich nur gedacht, ich möchte es mal ausprobieren, ich nehme extra nur die Hälfte der Dosis, komplett halt mit dem Future, mit dem Pump Booster. Ja. Aber ja, wie gesagt, das, also ich vertrage das überhaupt nicht. Zum Beispiel der Michael, mein Geschäftspartner und Trainingspartner, hat den genommen und hat den mega geil gefunden, hat keine Nebenwirkungen gehabt. Das ist so individuell, also krass. Das ist echt krass. Aber der Psychotic ist doch sogar noch mit DMHA, soweit ich weiß. Der muss dich dann ja wirklich umgehauen haben. Ja, der war echt heftig. Also da habe ich auch in der Nacht mein Herz extrem pumpen gehört im Ohr. Und so. Das ist, ja, also ich vertrage sowas, wie gesagt, überhaupt nicht. Ich bin einfach auch nicht der Booster-Typ. Ich brauche das aber doch irgendwie so als meine Routine vor dem Training. Ich mag so 600, 700 Milliliter mit ein bisschen Geschmack was zum Trinken vorher. Das mag ich einfach, weiß ich nicht, da bin ich einfach besser hydriert, dann gehe ich ins Training. Deswegen, aber ich werde das jetzt halt einfach mit IAAs machen, ganz einfach, jetzt reicht's. Wie sieht's, du hast eben, glaube ich, schon gesagt,
Also kann man es auf das Koffein zurückführen, ja? Das heißt, du trinkst auch an sich überhaupt keinen Kaffee, gar nichts in der Art, weil du gemerkt Nein. hast früh, es ist kontraproduktiv für dich. Also hast du sehr früh gemerkt, ich vertrage das tatsächlich nicht, oder wie war das? Nein, gar nicht. Also mir schmeckt Kaffee aber überhaupt nicht. Deswegen habe ich ja nie Kaffee getrunken. Ich habe es einmal mit so Koffein-Tabletten probiert, deswegen glaube ich nicht, dass es am Koffein liegt. Und das hat mir eigentlich relativ gut taugt. Also das habe ich kombiniert mit so einem Pump-Booster und so eine 200 Milligramm, glaube ich, Koffeintablette. Aber das geht eigentlich easy. Also es muss irgendwas von die Substanzen gewesen sein, was da einfach drinnen ist, keine Ahnung. Sehr interessant, krass. Und aber wirklich, dass ich mir im Training, also ich habe es dann auch mit Stefan nochmal besprochen, der hat gemeint, naja, wahrscheinlich wird es einfach so sein, dass du dir im Training wieder so extrem drüber geschossen hast, weil du halt mit irgendwelchen Substanzen kommst du halt so auf die Art über diese eine Schwelle drüber, wo du normalerweise noch hingehen würdest. Und mit dem Booster praktisch schießt du da drüber und merkst halt nicht, wie arg das Zentralnervensystem angreift. Und er hat halt gemeint, wie ich dann nach Hause gefahren bin, wie ich dann so auf der Art runtergekommen bin, hat das ganze Zentralnervensystem runtergefahren und halt den Körper auf den Notzustand gestellt. Und so hat es sich auch angefühlt, muss ich sagen, ja. Ist eine Also, Theorie. Ich meine, wenn man mal auf deiner Instagram-Seite vorbeischaut, habe ich ihn natürlich auch eingeblendet, dann sieht man ja auch, dass du deutlich, also du trainierst nicht mit leichten Gewichten, ne? Das sieht man ja auf jeden Fall. Und ich denke, wenn dann jemand, der normalerweise auch schon relativ gut ballert, plötzlich noch in einen kleinen Push hat, vielleicht auch durch Koffein. Gut, kann natürlich sein, dass man sich da ein bisschen mehr abschießt, aber sehr, sehr interessantes Thema, krasse Sache. Das heißt, du trainierst, also das alles, was du so machst, machst du eigentlich komplett ohne Booster. Auch deine Wettkampfprep und so weiter, immer ohne Koffein vorm Training oder dann schon mit, wenn dann mit einer Tablette oder so, meintest du? wie gesagt, das Einzige, was ich eigentlich immer so relativ gut vertragen habe, war so eine Koffeintablette, aber das ist eigentlich ja, also ich mag das eigentlich überhaupt nicht so vom Ding her. Deswegen ist eigentlich eher so, dass vielleicht so gegen die letzten Wochen vom Wettkampf oder so, aber das ist auch nur, keine Ahnung, na, eigentlich nicht wirklich. Wie gesagt, mir schmeckt der Kaffee ja nicht und deswegen vertrage ich ja überhaupt nichts, was in die Richtung geht. Ich bin ja überhaupt nicht der Typ, der was aufsteht in der Früh und sofort einen Kaffee braucht, so in die Richtung oder irgendwann einen Push. Dadurch, dass ich in der Nacht eigentlich immer sehr, ich glaube, dass das auch mit dem zusammenhängt, ich schlafe in der Nacht halt auch wirklich immer sehr gut, obwohl ich relativ schwer bin jetzt, in der Phase gerade zur Zeit. Ja gut, aber dann ist ja natürlich auch das Thema ganz passend. Ich meine, es sollte auch frei und gegeben sein, was man bewirbt. Ich finde es heutzutage vor allem auch ein Riesenluxus, bei einer Firma zu sein, bei der du halt nicht in die Bredouille kommst, dass du eventuell mal bei einer Rabattaktion irgendeinen Scheiß-Testo-Booster oder einen Fatburner oder was weiß ich was bewerben musst. Es gibt ja wirklich sehr, sehr wenig Firmen, die tatsächlich keine Schrottprodukte in der Palette haben. Das ist ja bei uns zum Beispiel so, wir achten da penibel drauf, dass da nichts irgendwie drin ist, wo man sagen kann, Alter, voll das Scam-Produkt. Und ich habe es zum Beispiel jetzt, ich nenne mal keine Namen, aber ich habe es zum Beispiel von einem Kollegen, der bei Gigas Nutrition war, hatte ich mal die Geschichte, dass er zum Beispiel bei einem gewissen Sale stark dazu angehalten wurde, weil BCAAs und ein Testo-Booster oder sowas im Sale waren oder irgend sowas in der Art, dass er das doch bitte bewerben möge. Und er meinte, nein. Und dann meinten die, das musst du aber, Vertrag hier und da. Und das sind halt so Sachen, ich verstehe den Hersteller, aber du kannst nicht von einem Athleten erwarten, dass er ein Produkt bewirbt, hinter dem er nicht steht. Ne, also er soll es vielleicht nicht schlecht reden oder so, aber du kannst nicht erwarten, dass er es bewirbt. So, das geht nicht. Das macht es dann nur overall schlechter, weil dann gibst du praktisch das auf, was du eigentlich über die Zeit aufgebaut hast. Weil wenn du immer sagst, na, Booster oder egal jetzt BCAAs oder was, funktioniert nicht und dann bewirbst du es, logischerweise sagen dann die Follower, ja, logischer, der macht das jetzt vom Sponsor her. Das war zum Beispiel bei, ja, okay, na, den Namen sage ich jetzt auch nicht, egal. Das ist ja doof. Aber da hat es mir eigentlich auch nicht taugt und die haben immer den Content vorgegeben, den man posten muss und das hat mir nie taugt. Also ich mache Oh, auch jetzt, also ich mache auch jetzt, was der über. Das war halt eine Firma, wo relativ große Athleten, also halt große Namen waren. Und dann hätte ich von denen Bilder in meiner Bio oder was auch immer posten sollen. Und wo ich dann so nachgefragt habe, was macht das für einen Sinn, wenn ich jetzt Bild von, egal, es ist nicht der Name jetzt gewesen, aber Jay Cutler postet es auf die Art mit dem Produkt. Die Leute wollen ja mich sehen mit dem Produkt, wollen das nicht mehr oder was. Es hat ja null Sinn, wenn ich jetzt den poste. Ja, aber das ist dann nicht so verstanden worden und somit hat sich das eigentlich relativ schnell aufgelöst.
ist, das war immer das, was für mich sehr wichtig war, dass ich die Marke wirklich gut vertreten habe können. Und das taugt man bei MP jetzt schon, muss ich sagen, mit die Krause Hof Health Products und so. Da muss ich schon sagen, das taugt mir extrem, weil das ist genau richtig meine Schiene eigentlich. Ja. Freut mich. Lustiger Zufall, das hatte ich anfangs bei Big Zone auch schon. Da war es dann zum Beispiel so, das kann ich hier auch frei erzählen, ich denke, da ist mir auch keiner böse. Es war, glaube ich, in der Zeit, in der Leon sehr gut nach vorn gegangen ist. Hier liebe Grüße auch, cooler Typ. Also ist mein Teammitglied, ich mag jeden von Big Zone. Und weil manche Leute, ich fand das lustig, unter manchen Videos, wo ich und Leon waren, haben Leute immer drunter geschrieben, wir würden uns nicht mögen oder so. Das stimmt nicht. Es ist einfach so, bei Big Zone ist sicherlich nicht jeder mit jedem der übelste Bruder, weil wir sind alle Menschen. Aber insgesamt werde ich immer zu meinem Team stehen. Für mich ist Big Zone mein Team. Ich stehe loyal zu meinem Team und ich mag die alle sehr, weil wir sind schon sehr, sehr lange die gleichen Athleten im gleichen Team. Und es ist wie so eine Family. Da hast du vielleicht mal 2-3 Monate mit dem Cousin, hast du mal ein bisschen den hier gehabt. Aber im Endeffekt seid ihr cool, verstehst du? Ihr steht zueinander. Und so ist es bei mir mit Big Zone eben auch. Und so ein typisches Beispiel war halt, wenn dann der eine kurzen Hype hatte, dann waren plötzlich sehr, sehr viele Werbebanner mit seinem Gesicht. Das war etwas, was irgendwo verständlich ist, aber was ich immer auch kritisiert habe, was ich gesagt habe, das muss ausgeglichen sein, weil die anderen sollen ja auch gepusht werden. Und da habe ich halt auch gesagt, ich sehe es nicht ein, jetzt Werbung für ein Produkt zu machen, das ich bewerbe mit dem Gesicht von einem anderen, weil die Leute auf, ich habe genau das Gleiche gesagt, die Leute auf meinem Profil, die wollen ja mich sehen als Werbefigur. Sonst können sie ja auch auf sein Profil gehen. Verstehst du? Du machst ja quasi dann irgendwie, machst du dich dadurch klein. Es geht gar nicht darum, dass du dem anderen nichts gibst, das stimmt nicht, sondern es geht darum, du machst dich dadurch klein. Die Marke drückt dadurch aus, dass du nicht ausreichst, um als Werbegesicht zu dienen. Und deswegen musst du einen anderen Athleten dafür nehmen. Und das finde ich auch ein sehr wichtiger Punkt. Den muss man einhalten. Ja, ich denke ja, es kommt natürlich darauf an, wie wichtig das für jeden dann natürlich ist, aber natürlich, wenn du für die Marke viel einbringst, ist es schon, denke ich mal, wichtig, dass du dann auch wirklich auf den Dosen drauf bist, sagen wir mal so, ja. Ja, ich denke, es muss sich halt irgendwo die Waage halten und ganz normal ist es so, dass jeder mal vertreten ist, aber ich finde, wenn es so ein personalisierter Sale sein soll, zum Beispiel, wir haben jetzt diese Woche ein Produkt, das sollen alle Athleten mit Feuer bewerben für ihren Code, ne, damit die Leute sehen, okay, wir kriegen was und hier und da und du hast ja auch ein geiles Angebot dann für die. Und dann möchtest doch du, wenn du das postest, im besten Fall natürlich auch einen Banner mit deinem Bild zum Beispiel haben. Ne? Klar, ja. Deswegen, also das sind alles so kleine Sachen, die verstehe ich dann auch und das ist normal. Eine Sache fand ich interessant, lass uns darauf eingehen. Weil du das jetzt ein paar Mal erwähnt hast und ich finde es doch vielleicht erwähnenswert für viele Leute, weil es einen Mehrwert bietet. Erzähl uns doch mal ein bisschen über diese Membership-Seite, die du machst. Was hat es damit auf sich? Wie ist, also ein bisschen was habe ich jetzt schon rausgehört, aber vielleicht auch mal, dass Leute, die sich dafür interessieren könnten, dass du denen nochmal oder dass du uns nochmal erklärst, was ist der Mehrwert, was bekommt man da und was gibt es da, um was geht es? Ja, wie gesagt, für uns war eigentlich generell wichtig, um mal so eine geschlossene Plattform zu machen, wo es halt einfach wirklich Content gibt, dem, was man halt so vielleicht auch nicht preisgibt, der was einfach auch so auf die Art auf so einer gesicherten Plattform einfach ist. Wir haben mittlerweile, ich glaube, 450 Videos schon oben über Training, Ernährung, jetzt so die Überkapitel, dann natürlich auch so Wettkampfberichte eigentlich auch noch und natürlich jetzt da über Steroide. Für uns, wie gesagt, war es einfach sehr wichtig, dass das da auf der Plattform oben ist. Weil es doch so ist, finde ich, wenn es auf YouTube ist, dass es einfach zu gefährlich ist, weil es einfach wirklich auch sehr junge Leute sehen können. Und das war uns eigentlich immer Anliegen, dass es einfach auf dieser gesicherten Plattform ist. Deswegen wollten wir eigentlich da eher in die Richtung aufklären. Wir haben natürlich auch auf der Plattform immer unseren Disclaimer drinnen, dass das keine Empfehlungen sind und sowas in die Richtung. Also wir haben uns da anwaltlich einfach wirklich abgesichert. Aber nur... ganz kurz, um zu fragen, wenn du jetzt sagst, ihr seid, um nicht quasi zu, nicht, dass es in Empfehlungen ausartet oder so, deswegen seid ihr auf dieser Seite. Ist es dann wirklich so, dass man sagt, dass der Content geht auf der Seite so weit, weiter als zum Beispiel bei mir und Max auf YouTube, dass man sagt, da geht es dann schon wirklich für Leute, die das dann, wenn es in die falschen Hände gerät auf gut Deutsch, die das dann missbrauchen können und deswegen habt ihr es quasi privatisiert, kann man jetzt fast mal so sagen, weil es dann schon an Dosierungsempfehlungen geht oder so? Eigentlich keine Dosierungsempfehlungen, sondern eigentlich eher immer die Erfahrungsberichte von uns.
Und das verwenden Leute natürlich immer sehr gerne. Okay, wenn der das probiert hat, ich möchte da unbedingt ausschauen wie der, deswegen nehme ich das jetzt da. Wie gesagt, wir haben vorher kurz darüber gesprochen, warum man eigentlich über das nicht eher so öffentlich sprechen sollte, zumindest was hier angeht. Ist halt unsere Ansicht. Deswegen, wie gesagt, alles auf dieser Seite geht eigentlich nie so richtig in Empfehlungen. Und unsere Ansicht ist auch immer noch diese, dass man einfach wirklich mit dem Mindesten, also mit dem Kleinsten, eigentlich das meiste immer rausholen will, beziehungsweise rausholen auch sollte, weil es für uns halt sehr wichtig ist, dass der Körper halbwegs gesund bleibt und nicht ab einer gewissen Dosis halt dann wirklich so toxisch wird, dass man dann keinen Appetit mehr hat, diese ganzen Nebenwirkungen, was da dann einfach gibt, dass die Nebenwirkungen einfach halt die Wirkung übertreffen. Klar. Dann kann man eigentlich jetzt zusammengefasst sagen, deine Ansicht dazu ist, dass du dann doch eigentlich schon das, was ich öffentlich mache zum Beispiel oder Max, eher nicht öffentlich machen wollen würdest, weil du schon sagst, das ist schon etwas, das grenzt schon an den Content, wo die Leute das missverstehen oder missbrauchen könnten. So kann man es quasi verstehen und deswegen hast du es auf die Seite gepackt. Genau, ja, eigentlich schon. Natürlich würde ich jetzt nicht... Alles gut. Nee, wir reden ja offen. Das ist immer gut, wenn man offen redet. Für mich ist eigentlich schon eher so, dass ich die Videos schon ein bisschen zu heftig finde. Von Max und von dir. Also diese Syntol-Versuche und sowas in die Richtung. Ja. Ich hab dann einmal in ein Video reingeschaut. Das ist meistens eh der Titel immer ein bisschen heftiger, als wie was das Video dann meistens ist. Ja. Wie gesagt, also ich würde es auf jeden Fall nicht so machen, ja. Ich kann das ja auch durchaus differenziert betrachten. Wir haben uns ja auch davor kurz darüber unterhalten und wir waren uns beide in einem Punkt einig, dass es ab dem Moment, ab dem es genaue Dosierungen von etwas gibt, dass es ab da wirklich immer denjenigen gibt, der sagt, jetzt kommt das, was du eben gesagt hast, und das ist halt der absolute Trugschluss. Aha, ich will aussehen wie er, ich nehme genau das, was er nimmt. Und das ist das Problem, ja. Genau, ich habe in der Vergangenheit in dem ein oder anderen Video, auch glaube ich in meinem ersten Diät-Stack-Video tatsächlich schon sehr, sehr detailliert über Dosierung gesprochen, einfach als Erfahrungsbericht. Ich mache das sehr selten. Ich würde sagen, mittlerweile halten wir uns wirklich, außer jetzt bei dem Wettkampf-Diät-Stack, da wollten wir eben auch zur Sicherheit hier und da mal irgendwelche Grenzen auch von manchen Sachen einfach ausmerzen so, oder so sagen, so hier bis hier noch nicht weiter. Aber eine Sache finde ich sehr, sehr wichtig, die hast du eben auch gerade gesagt. Zum Ersten, wenn man mit Steroiden arbeitet oder wenn ich in einem Coaching bin mit jemandem, 90% der Menschen musst du erstmal runterholen, weil die haben so viel drinne und da kommt genau der Punkt, den du gerade gesagt hast. Und das ist die Schattenseite dieses Contents, den ich mache und den wir machen jetzt auf gut Deutsch, die ich auch, seit ich das mache, zu spüren bekomme. Seit ich diesen Content mache, habe ich gefühlt, wirklich nur noch Fragen darüber und ich habe das Gefühl bekommen, die Leute glauben alles, wirklich alles, was du in diesem Sport muskulär erreichst oder alles, was dein Aussehen ist, ist nur das Ergebnis des richtigen Stacks. Du kriegst dann die Frage, krass, siehst du aus, was hast du denn gerade drin? Ich habe meinen Ernährungsplan geändert, Digga, das kommt vor. So, verstehst du was? Keine Ahnung, oder ich habe ein Bild von 2000, wann war es, 17 gepostet, da hatte ich eine andere Frisur, das waren längere Haare. So, und dann habe ich einfach so einen Formvergleich, ne? Und dann schreibt einer, ja, die Haare sind weniger geworden. Da habe ich geschrieben, ja, das Phänomen heißt Friseur. So, verstehst du? Das Krasse ist, das ist der Punkt, das ist die Schattenseite, die ich momentan immer mehr zu spüren bekomme, wo es aber, finde ich auch, das musste offengelegt werden durch diese Videos, damit man da wieder intervenieren kann, weil so denkt ja eigentlich jeder. Und es wurde jetzt erst offengelegt, glaube ich. Weil es ist wichtig, dass man eben dagegen hält. Ich würde mir sehr wünschen, dass die Leute, genau wie du wahrscheinlich auch, mehr auf die Ernährung, auf das Training, das ist die Kunst. Der Cycle ist sicherlich in Verbindung damit interessant, aber wenn deine Basis dazu nicht stimmt, ist das alles ein Scheißdreck wert. Und ich würde mir wünschen, dass das halt genauso vermittelt werden kann. Ja, ich finde es halt irgendwie schwierig, wenn halt der Content schon in die Richtung immer geht, weil es ist doch sehr viel so Stoff-Content jetzt schon auf YouTube. Und ich glaube, dass deswegen vielleicht auch immer so ein bisschen in die Richtung geht einfach, dass man sich mehr über das Gedanken macht, dass man zuerst einmal, wie du sagst, einen ordentlichen Ernährungsplan, ordentlich regeneriert, alles sonst einmal abdeckt. Deswegen glaube ich, also deswegen ist für mich halt einfach so, dass ich eigentlich in die Richtung nicht wirklich einen Content machen will. Und wie du sagst, die meisten glauben, dass
wie soll man sagen, unmenschliche Mengen da nehmen müssen. Und wenn du dann irgendwo was sagst, wo du sagst, okay, ja, das nehme ich zur Zeit, sagt, das ist ein Blödsinn, das nimmst du doch nie, da nimmst du doch sicher mehr. Und das Ganze, genau aus dem Grund hat es einen Nullsinn, über Dosierungen zu sprechen. Das geht immer in die falsche Richtung. Wenn du über Dosierungen nicht sprichst, hast ja, Mann, er macht ein Geheimnis drüber. Dann, wenn du über Dosierungen sprichst, ja, der lügt. Ja. Okay. In was für Richtung soll man sich jetzt bewegen? Das ist immer Schwachsinn. Ja. Deswegen ja, ist mein Ansatz halt einfach gleich gar nicht über das Thema sprechen, aber halt nur auf der Seite. Und dann geht es eigentlich auch noch um Wirkstoffaufklärungen. Mhm. Muss halt wirklich sagen, okay, das ist eher sowas für die Diät. Meine Erfahrung ist das mit dem. Das ist eigentlich so großteils, was auf der Seite stattfindet. Hier kann man auch einen sehr guten Vergleich ziehen. Einfach mal angenommen, du postest deinen Stack, dann würde jeder sagen, Alter, was für ein Lügner, der nimmt doch viel mehr. So, jetzt komme ich. Ich poste meinen Stack und dann sagt jeder, da müsste aber besser aussehen bei dem, was er nimmt. Das ist so, weißt du, wenn du Pro bist, dann kannst du nie genug nehmen. Und jeder andere, der gerade kein aktives Bodybuilding macht oder auf die Bühne geht, der darf gar nichts nehmen. Du darfst nicht. So, ne? Das ist schwierig. Rein der Gedanke dahinter, den finde ich eigentlich immer extrem genial, wenn man sich jetzt einmal das die Leute mal so ein bisschen mitgeben kann. Die Leute, die Profi werden mit so wenig wie möglich, egal was die Leute jetzt sagen oder so, merkt man eigentlich daran, dass die, wenn sie Profi werden, dann nur mal so einen extremen Sprung machen, weil sie dann da einfach die Schraube nur ein bisschen drehen können. Also wie wenn du vorher schon da oben bist, dann kannst du nur mit den Schritt nach oben gehen und dann war es. Wenn du vorher da unten bist und da schon Profi wirst, oder wie Kion Pearson hast du, glaube ich, Natural, Klassikphysik-Profi, schon alle wegblaust, dann drehst du ein kleines bisschen an der Schraube und dann ist ja im Prinzip Natural schon fast am Top Olympia gewesen. Ja, jetzt ist er in der 212er Klasse, also es ist pervers, was da Potenzial einfach da ist. Und zusätzlich ist halt auch immer nur dieses, das kann man natural nicht erreichen. Also ich habe natural Starter bzw. Athleten oder Freunde, die was, ehrlich gesagt, die sind fast stärker wie ich. Die schauen besser aus, die haben ein besseres Volumen in der Muskulatur. Und das ist, das kann man an nichts eigentlich festmachen. Ja, wie gesagt, um das auch nochmal abzuschließen, dahingehend beneide ich dich in eine Richtung schon sehr, denn ich habe, jetzt kommt so, das hört sich jetzt an, als würde ich rumheulen, aber es ist wirklich so, ich habe das Gefühl, seit ich diesen, ich bin ja schon ewig Coach und ich beschäftige mich schon ewig sehr detailliert mit allem und versuche immer sehr, sehr fundiert zu sein in allem, was ich weiß. Und ich habe das Gefühl, seit ich diesen Content mache, werde ich halt nur noch auf das Stoffthema reduziert. Und was okay ist, auf einer Seite, weil ich möchte offen sein und ich finde, ich vertrete schon die Meinung, dass diese Aufklärung irgendwo stattfinden muss. Jedoch finde ich, ich kriege dann gleich nur noch diese Richtung. Und ich würde und möchte und zeige auch aktuell durch viele Videos, die dann auch gleich weniger geklickt werden, aber ist mir egal, dass ich halt sehr, sehr viel anderes noch kann. Und das ist eben ein guter Coach in meinen Augen und es ist eben nicht nur das eine und es ist dann eben unsere Mission, deine auf die Weise, dass du sagst, ich mache das nur auf dieser Seite, weil sonst geht es in die Richtung und meine, dass ich sage, ich gehe offen raus, aber sage zu dir, vergiss das nicht, dass das auch dazu gehört. Und ich denke, das ist wichtig. Jetzt hast du mich auf ein geiles Thema gebracht. Würdest du das denn unterschreiben? Sitzt jetzt jemand hier, nicht vor mir, mit mir, der dann tatsächlich auch unterschreiben würde, du kannst nur Profi werden, wenn du schon bei den kleinsten Dosierungen merkst, Alter, ich gehe total auseinander. Das ist ja ein genetischer Faktor. Und meine Erfahrung ist, die Profis werden, sind wirklich die, die mit sehr wenig anfangen, aber im Gegensatz zu anderen halt viel besser responden. Natürlich arbeiten die meistens auch härter, natürlich sind die akkurater, gar keine Frage. Aber in meinen Augen sind die meisten Profis genetisch mit einer sehr, sehr guten Reaktion auf schon wenige Mengen Stoff gesegnet. Und können deswegen dann, wenn sie Profi werden, natürlich dann erst richtig losballern, während ein anderer schon auf Anschlag läuft in den Amateurwettkämpfen. Wie siehst du das? Schwer in die Richtung, weil ich eher so sehe, dass es sogar möglich ist, natural Profi zu werden. IFBB? Ja, also es sind jetzt schon, wie gesagt, ich habe jetzt natürlich auch noch diese Klassik-Physik-Klasse genannt. Jetzt, wenn wir von Bodybuilding sprechen, ist das wieder ein anderes Paar Schuhe natürlich. Kann ich dann 80-Kilo-Athleten mit einem 120-Kilo-Athleten vergleichen.
von dem Responden her finde ich es eigentlich immer ein sehr interessantes Thema, darüber mal zu sprechen, dass es nicht so ist, wenn du natural wirklich gut bist, wo dann alle immer sagen, okay, wenn der jetzt was nehmen würde, der würde ja explodieren. Das stimmt. Das muss nichts sein, das auf jeden Fall mit auf den Weg gehen, wenn wir schon über das Thema sprechen. Das kann auch sein, dass das dann nicht so arg respondet. Kommt, ja, denke ich mal, einfach dann wirklich darauf an, wie man dann auf das Ganze reagiert. Aber das habe ich gemeint, genau das habe ich gemeint. In dem Moment, in dem du anfängst, da haben wir dich und haben wir mich zum Beispiel. Wir fangen beide mit dem Gleichen an und du respondest viel krasser als ich und ich viel weniger. In dem Moment kann man ja schon eigentlich sagen, du hast mehr Potenzial zum Profi. Gemäß dem Fall, du bist bereit, mehr zu arbeiten. Gar keine Frage. Ne? Also das steht ja völlig außer Frage. Weil ich müsste mich immer viel mehr zuknallen und bis wir beide auf derselben Profibühne stehen, bin ich schon vielleicht auf der Lebertransplantationsliste. Ja, weiß ich nicht. Kannst wieder nur nicht zu sehr in diese Stoffrichtung eigentlich sehen. Ich weiß nicht, das ist so... Weil für mich ist halt einfach auch so, wenn ich so auf die Art höher gehen würde, geht bei mir das einfach alles in Arsch. Das heißt, ich kann nicht essen, nicht trinken, nicht was auch immer. Und ich habe halt sehr, sehr viel übers Essen eigentlich gemacht. Also ich habe damals, ich habe mit 50 Kilo generell angefangen zum Trainieren und jetzt mittlerweile sind wir bei 120. Also habe mich zwischendurch einmal aufgegessen und auch von der... Auf was wird jetzt eigentlich raus? Jetzt habe ich den Faden verloren. Du hast mit 50 Kilo angefangen zu trainieren? Ja. Nein, ich weiß jetzt nicht mehr, auf was ich raus wollte. Das war immer noch das mit dem Ernährung responden. Du hast es alles über die Ernährung gemacht. Genau. Also ich hab eigentlich immer dann natürlich mit noch dem ersten Start schon geglaubt, okay, ich mache eigentlich alles richtig. Mache dann die erste Saison alleine. Und die erste Saison ist dann eigentlich ziemlich in Arsch gegangen, würde ich mal sagen. Also die zweite Saison ist eigentlich richtig in Arsch gegangen dann, weil die Form war zwar okay, würde ich mal sagen, aber ich habe mich einfach nicht wirklich verbessert und ich habe immer viel zu wenig gegessen. Also ich war dann auch zusätzlich nur so Floor-Trainer und erst wie ich dann halt mit dem Stefan angefangen habe zum Arbeiten, wo er dann wirklich gesagt hat, okay, wir schrauben die Kalorien konstant nach oben, war ich dann irgendwann bei 7500 Kalorien und erst da ist dann wirklich was weitergegangen. Das heißt, das würde ich einfach irgendwie nicht so außer Acht lassen, dass ich halt dann wirklich sagen muss, okay, wie responde ich auf den Stoff? Von dem her, weißt du, was ich meine? Diesen Weg, dass man halt wirklich sagt, okay, da haben wir wirklich dann extrem alles ausgereizt. Für mich hat es weniger mit dem Responden auf Stoff eigentlich zu tun, ob man jetzt wirklich Profipotenzial hat oder nicht. Das hat vielleicht doch ein bisschen mehr mit der Struktur zu tun. Hast du dieses breite Schlüsselbein für die offene Klasse, etwas schmälere Taille, so in die Richtung eigentlich eher. Also ich würde schon so weit gehen, vielleicht sind unsere Meinungen da auch nicht ganz gleich, dass es eine Kombination sicherlich aus allem ist und dass man, da dürfen wir auch gar nicht drüber reden, weil das jetzt alle auch immer wieder rausziehen und sagen, ja gut, du musst ja für Stoff dann ernähren, musst ja dann, sonst wirst du kein Profi. Nein, es ist eben auch übermenschlich viel Arbeit. Das muss man einfach immer wieder sagen. Es ist unglaublich viel Arbeit. Ich glaube nur einfach, dass es da gewisse Grenzen gibt bei Menschen, die einfach nicht so gut responden und dementsprechend würden die sich eher kaputt machen, als hinterherzukommen mit dem gleichen Niveau. Oder vielleicht müssten sie einfach viel, viel länger auf hohen Kalorien verweilen und extrem lange für diesen Weg brauchen. Weil zum Beispiel ist es ja bei dem naturalen Limit auch so. Die Leute fragen nach naturalem Limit. Es gibt keins. Es dauert alles nur viel, viel länger. Du kannst immer aufbauen, nur du wirst ewig brauchen. Ne? Ja, ich glaube, diese Geduld und die Konstanz ist einfach das, was so ein bisschen fehlt. Und es wird dann so, okay, ja, nach einem Jahr habe ich jetzt nur ein Kilo oder zwei Kilo aufgebaut. Nur unter Anführungszeichen, ja, okay, ich muss mit dem Essen nach oben, ich muss mit dem Stoff nach oben. Dann werden alle Faktoren, also alle Rädchen sofort auf einmal gedreht. Dann weiß man wieder nicht, okay, was hat mich jetzt eigentlich nach oben gebracht? Das finde ich halt einfach immer ein bisschen schwer. Das Ganze so nachvollziehbar wie möglich zu machen, ist eigentlich immer so ein Tipp, was man auf jeden Fall mitgeben könnte, also was ich gerne mitgebe. Und zusätzlich, dass man einfach sehr viel Geduld braucht, ja. Weil ich habe nie über 2 Kilo aufgebaut in einem Jahr. Also halt zumindest jetzt, wo ich dann meinen ersten Wettkampf gemacht habe, habe ich 1 Kilo gehabt. Und ich war jetzt beim letzten Wettkampf 2019,
dann auf 101 Kilo. Also es waren insgesamt dann 10 Kilo. Das sind immer nur ein, zwei Kilosprünge pro Jahr gewesen. Ja. Und das würde ich jetzt nicht als Super Responder bezeichnen, so in die Richtung. Weißt du, was ich meine? Ist definitiv ein Argument. Heißt das, du bist auch dann einer, der, muss man sagen, gut, wenn jemand einen guten Coach hinter sich hat, dann ist das meistens schon der Fall, aber ich sehe sehr, sehr oft eines, die Leute gehen auf den Wettkampf, dann machen sie 3, 4, 6 Monate Offseason, dann gehen sie auf den nächsten. Da passiert halt nichts in der Zeit. Du bist dann schon jemand, der wirklich sagt, ey, ich nehme mir Zeit, ich nehme mir jetzt, wenn du sagst, dein letzter Wettkampf war 2019, war Portugal 2019? Ja. Dann hast du jetzt ordentlich, gut, vielleicht ja auch Corona-bedingt, oder? Vielleicht wolltest du 2020 starten, war das irgendwie der Plan? Ja. Aber du hättest dir schon ein Jahr hattest du geplant, so als Off-Season. Ja, eigentlich war es so, dass ich 2019 gesagt habe, okay, mich nur bis 2021 Zeit geben, aber 2020 hat es mir dann doch irgendwie gereizt. Dann habe ich mir gedacht, so, ja, im März eigentlich war ich dann relativ gut und relativ prall vom Ding, habe mir gedacht, okay, eigentlich könnte man noch starten, ja, mit 15. März war dann sowieso alles zu. Dann habe ich das Ganze, die Pläne mal über den Haufen geschmissen und gesagt, okay, ich gebe mir bis 2021 Zeit. Hm. Aber normalerweise war es schon eigentlich immer so, also die erste Diät war eben 2011 gestartet, 2012 war dann der erste Start, 2013 der zweite, 2014 dann noch, 2015 und noch 2015, das war eigentlich so diese heftige Diät, wo ich dann nur ein bisschen mit dem Gewicht eigentlich runtergesunken bin, damit ich in die Classic Bodybuilding Limit damals reinkommen bin. Da habe ich mir dann 2 Jahre Offseason gegeben, bis 2017 und dann von 2017 eigentlich auch wieder 2 Jahre bis 2019. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich fast immer diese 2 Jahre brauche, auch wenn ich es nicht wirklich unbedingt haben will, weil ich mir scheiß schwer da beim Essen. Also ja, für mich ist die Diätphase immer viel, viel besser und viel leichter zum Handhaben als wie die Aufbauphase, weil es mir einfach am Sack geht, jedes Mal am Abend da zu sitzen und reinzustopfen in der Früh, stehe ich auf und dann muss ich schon wieder daran denken, dass ich, ja, weiß ich nicht, wie viel essen muss am Tag. Das ist das nächste Ding, wenn du halt nicht alle 6 Monate, also ich rede jetzt von Wettkämpfen, bei mir ist ja mein Fokus mittlerweile ein bisschen anders, deswegen versuche ich so konstant eine Form zu halten, sage ich mal. Ich könnte auch wieder ein bisschen mehr in den Aufbau, aber was ich jetzt sagen möchte, wenn du jetzt nicht alle 6 Monate auf irgendeine Wettkampfdiät abzielst, dann hast du auch nicht mehr das Problem, dass du dich verdammt nochmal bis zum letzten runterhungern musst. Ne? Du hast eher das Problem, dass du irgendwann keinen Bock mehr hast, konstant so viel zu essen und einfach nur froh bist. Und wenn du halt auch muskelbepackt bist, dann ist auch eine Diät nicht mehr 1,5, sondern die sollte eh nie 1,5 sein, sondern dann ist eine Diät halt auch mal 3,5 oder 3,3 oder 3. Und das ist was anderes. Da ist dein Tag okay. Ne? Auch wenn es im Verhältnis wenig ist zu vorher. Aber das Vorher war halt auch krass over the top. Und das ist halt der Unterschied. Ne? Ja, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich in der Offseason eigentlich immer relativ viel essen muss und dann bei der konstant komme ich halt, also mir ist es eigentlich immer ziemlich egal vom Körperfett. Die Leute sagen zwar immer, dass ich eigentlich relativ lean bleibe, ich fühle mich aber selber eigentlich nicht wirklich lean. Man, es ist generell alles ein bisschen voluminöser, aber die Mitte ist halt im Vergleich zu einer Diät der Katastrophe. Also bei mir setzt halt wirklich da diese Love Handles eigentlich immer an. Das heißt, die Mitte wird in der Offseason einfach schon einfach beschissen aus und dann schaut es einfach nicht mehr gut aus für mich, aber ist mir im Prinzip egal. Für mich geht es eigentlich immer nur um die maximale Zunahme von Muskelmasse an den richtigen Stellen halt jetzt. Also da muss ich schon sagen, habe ich in den letzten Jahren sehr umgedacht. Früher war es halt immer nur relativ viel progressiv arbeiten. Jetzt ist schon noch viel progressiv arbeiten, aber halt wirklich auch gezielt. Also weil wir vorher über das Training gesprochen haben, dass ich viel Gewicht verwende, aber das hat sich halt auch über die Jahre aufgebaut. Also ich bin jetzt nicht hergegangen und habe sofort 300 Kilo Kreuz gehoben oder andere Sachen. Ich versuche das Ganze halt immer mit bestmöglicher Form zu machen und ich glaube, das hat mich eigentlich auch immer sehr stark von so Verletzungen und so bewahrt. Das ist auch wichtig. Also das ist ja das, was man am Anfang den Leuten sagen kann, die auch, man hat ja das Gefühl, die Leute zwingen sich auch progressiv zu arbeiten. Dann heißt es dann, ja, ich habe mich dieses Training leider nicht verbessert. Und dann sage ich halt, wenn du dich in jedem Training im Bankdrücken verbesserst, dann bist du nächstes Jahr bei 500 Kilo und das wird nicht passieren. So, und das ist ja klar, das muss so einen natürlichen Weg. Du hast noch dein ganzes Leben Zeit. Du wirst noch auf gute Kilos kommen. Diese Progression kommt. Sehr interessant, was... Oder wie
weil du jetzt sagst, du willst an den richtigen Stellen gut zunehmen. Machst du das dann tatsächlich so mit Trainingsplanung, dass du sagst, machst du das selbst oder machst du das mit deinem Coach, dass man sagt, okay, wir sind jetzt hier, da wird der Workload so und so erhöht, damit wir die Schultern besser bekommen oder dies oder das. Kannst du mal so ein bisschen Einblick geben, wie das bei dir abläuft? Ja. Wie das, oder an einem Beispiel, vielleicht aktuell an irgendeiner Muskelpartie? Dass man nach 2019er Saison gesagt haben, okay, wir brauchen auf jeden Fall mehr im Brust-, Schulter- und Trizepsbereich. Generell Arme ein bisschen mehr noch, um halt in dieser Klassikphysik dann wirklich auch gut mithalten zu können. Trainingstechnisch mache ich mir eigentlich in der Offseason immer relativ selber, muss ich sagen. Tags aber beim Stefan einfach immer so auf die Art zur Überprüfung. Dadurch, dass wir jetzt nicht nur mehr so auf die Art Coach und Athlet sind, sondern eigentlich schon sehr gut befreundet. Wir kennen uns jetzt schon seit 2013, also arbeiten jetzt schon das 8. Jahr zusammen. Krass. Das ist schon halbwegs lang. Und er weiß eigentlich auch schon, okay, ich arbeite immer gezielt dran an die Sachen. Und das gezielt meine ich jetzt eher mehr so, dass ich doch auch nicht nur so Grundübungen mache mit dem progressiven Schema, sondern schon auch mehr so gezielte Isolationsübungen. Jetzt zum Beispiel, was auch noch so eine Schwäche ist, ist halt dieser untere Latissimus beim Rücken, wo man halt einfach nur mit Isolationssachen hinkommt. Das heißt, ich mache eigentlich diese ganzen Isolationssachen alle vorher. Hingegen der ganzen, Trainingsethik, wo die Grundübungen immer am Anfang kommen müssen und was immer. Ja, wissen wir. Und zum Beispiel das Kreuzheben oder also zum Schluss, weil das Kreuzheben bringt mir jetzt nicht mehr diesen ausladenden Latissimus, wo ich eigentlich wirklich abzielen muss. Und das war eigentlich schon so eine Sache, was ich über die Jahre lernen habe müssen, dass ich halt auch einfach immer wieder mit dem Gewicht zurückgehe, dann wirklich die Übung so ausführe oder mich einfach einmal drüber schauen lasse von der Katharina. Katharina kennt sich da auch sehr gut aus. Oder vom Stefan. Und wir dann wirklich gesagt haben, okay, passt, jetzt triff ich wirklich dahin mit der Bewegung, wo ich hin will. Das war für mich einfach sehr wichtig. Und dann eigentlich wieder so langsam natürlich steigern. Aber das ist ein ziemlicher Ego- Drücker, sagen wir mal so, weil ja, es war natürlich. Dann bei Kurzhantelrudern zum Beispiel, habe ich sicher schon die 60er oder was auch immer gerudert und dann habe ich mir mit 15 Kilo schwer da und habe auf 12,5 gehen müssen, damit ich wirklich mit den Kurzhanteln in den unteren Latissimus reinrudert, wo es mir halt wirklich fehlt. Also wie halt vorher, wo ich halt das meiste einfach in den oberen Rücken reinzogen habe. Es gibt da einfach zwei Varianten da. Und wie gesagt, das ist für mich einfach sehr wichtig, dass ich mir dann die richtigen Stellen verbessert. Die meisten, die wir jetzt von Anfang an schon verfolgen, wissen auch, dass ich früher eigentlich immer nur Beine gehabt habe und keinen Oberkörper. Und das hat sich mit den Jahren dann auch extrem verändert. Und auf das bin ich eigentlich schon sehr stolz, muss ich sagen. Weil man sieht oft Leute, die was halt Schwächen haben und dann eigentlich nur im Generellen immer wachsen. Aber die Schwächen bleiben halt immer die Schwächen. Und ich finde, Bodybuilding ist halt die faszinierende. Bei mir ist eigentlich mehr so, ich sage so, genau auf dem Bereich will ich mich verbessern. Und wenn es jetzt nur 1 bis 2 Kilo mehr sind, das ist extrem viel. Wenn es im richtigen Bereich ist, dann kann ich nicht 10 Kilo mehr haben. Schau mit 10 Kilo aber vielleicht sogar gleich aus wie vorher, nur halt ein bisschen mehr. Also wie wenn ich wirklich die 1 bis 2 Kilo an die richtigen Bereiche habe. Das ist für mich halt so ein bisschen die Faszination und das ist für mich eigentlich auch richtiges Bodybuilding. Ja. Ja. Kann ich so unterschreiben, finde ich auch super. Dass man da tatsächlich auch schaut, zum Beispiel, ich hatte auch meine erste Zeit vom Kampfsport immer sehr viel Schulterverletzungen und habe dann meine erste Zeit im Bodybuilding erst gar keine Schultern trainiert, weil ich die Bewegung gar nicht mehr machen wollte. Und mit der Zeit, als ich dann wieder angefangen habe und damals halt auch noch keine Ahnung vom Bodybuilding hatte, habe ich mir dann direkt diese OP beschert, ne? Und auch da, also man kann sagen, ich habe sehr, sehr lange keine Schultern trainiert. Und jetzt sind die ja quasi so ein bisschen das Markenzeichen. Das ist halt zweierlei. Das eine ist Genetik sicherlich, die sind schnell gewachsen. Das andere ist, ich habe mich aber von Anfang an unglaublich intensiv damit beschäftigt, wie man die richtig trifft. Was macht die Anatomie? Weil es macht einen Unterschied, nehme ich einen Muskel zu 40% mit oder zu 75. Ich sage bewusst 75, weil irgendwelche anderen Muskeln immer mitarbeiten werden, das gehört dazu. Aber ob du jetzt seitdem hier den Chicken Wing machst, oder ob du halt Schultern zurücknimmst, aus, wirklich hier isolierst und dann von hier hinten mal mit dem Ellbogen anfängst, dann merkst du doch schon ohne Gewicht, was du tust. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, plötzlich geht kein 20 Kilo Seitheben mehr.
Das sind halt alles so Geschichten und das macht Bodybuilding, da gebe ich dir völlig recht, das finde ich auch geil, so ein Talk. Das macht Bodybuilding aus, dass man da ein bisschen meißelt, daran arbeitet. Genauso habe ich es mit dem Latt gemacht, habe eine Weile lang 2 Rückentrainings die Woche gemacht, weil ich keinen wirklich sichtbaren, markanten Latt hatte. Und genauso mit den Armen, die kommen jetzt mittlerweile, wenn ich einen Gym-Split habe, habe ich an jeden Tag abwechselnd eine Armpartie drinne. Ob das Bizeps oder Trizeps ist und mache da immer am Ende noch eine Übung einfach. Und die haben mit der Zeit durch den Workload ein bisschen mehr Volumen bekommen. Und das sind alles so Sachen, das ist dieses Meißeln. Ich würde sagen, ich weiß nicht, was du dazu sagst, ist am Anfang, weil mir kommen viele Leute, die gerade anfangen mit Training kommen und fragen, ob sie daran schon arbeiten sollen. Ich finde das am Anfang noch nicht so wichtig, weil der Körper wird sich noch entwickeln und du wirst dann erst sehen, wo deine Schwächen sind. Aber mit der Zeit, wenn du wirklich im Bodybuilding drin bist, dann ist das ein Muss, weil sonst veränderst du dich ja nicht. Oder würdest du einem Anfänger davon abraten oder würdest du am Anfang gleich sagen, oh, so wie du aussiehst, wir trainieren gleich doppelt Beine? Na, das nicht, aber für mich ist immer das Allerwichtigste, den Leuten die richtige Ausführung zu lernen, weil dann entstehen solche Schwächen gleich gar nicht. Und das wollte ich vorher auch noch ganz kurz ansprechen. Ich finde es halt auch immer sehr, sehr sinnlos, wenn Coaches oder egal wann auch wer seinen eigenen Trainingsplan so gestaltet, dass er sagt, okay, ich habe jetzt zu wenig Schulter, okay, ich mache jetzt 3 Schultertage die Woche statt nur einem, triff aber mit keinem eigentlich die Schulter und immer nur im Nacken, dann wird der Nacken immer nur größer und die Schulter schaut immer nur kleiner aus und die Ausführung ist einfach so das Um und Auf, was das erste Mal wirklich sein muss, wo da das einfach perfekt sein sollte. Dann kann man sich erst über Volumen oder Frequenz oder was Gedanken machen. Das ist eigentlich immer sehr, sehr wichtig, glaube ich. Und ich glaube, dass sich da auch viele einfach immer auf den Schlips getreten fühlen, wenn man dann sagt, hey, schau her, das mit der Ausführung passt noch nicht so genau. Das sollte man auf jeden Fall noch dran arbeiten. Ist aber einfach sehr wichtig, dass das den Leuten einfach mal ehrlich zu sagen, vor allem, wenn es meine Klienten sind, die anderen sind mir wurscht. aber dann muss ich auf jeden Fall eingreifen und sagen, hey, komm, da steckst du den Gewicht wieder mal zurück, Schulter runter, Schulterblatt runter, zack, und dann bist du wirklich an der seitlichen Schulter und so, dann ist es so, ah ja, jetzt spüre ich es, okay. Und dann. Genau, das ist es aber. Und da fühlt sich auch keiner mehr auf den Schlips getreten. Weil dieses Gefühl, das ist unbestreitbar. Die eine Sache ist, wenn du jemandem sagst, so nicht, aber ich mach's deswegen auch immer, in den Personal Trainings kommt das immer. Da machst du einmal, ziehst du hinten die Schulterblätter zusammen, wenn er sich auf die Brustpresse setzt oder dieses oder jenes und dann lässt du ihn machen und dann kommt sofort dieses Alter. Und dann sagst du, siehste, und da musst du gar nichts mehr sagen. Und jeder, der sich da auf den Schlips getreten fühlt, der hat auch im Coaching nichts verloren. So, der weiß nicht, warum er sich einen Coach sucht. Verstehst du, was ich meine? Das mit dem auf den Schlips getreten habe ich jetzt gar nicht so auf die Kunden eigentlich eher bezogen oder auf Anfänger, sondern eigentlich eher auf die Leute, die was vielleicht schon viel erreicht haben, aber einfach eine markante Schwäche haben. Zum Beispiel jetzt IFBB-Profis, wo einfach wirklich am Rücken an einer gewissen Stelle was und denen versucht man so auf die Art, jetzt nicht ich, aber irgendwer anderer zum Beispiel zu helfen und sagt denen, okay, vielleicht sollte das auch das und dann so, ja, na, im Training macht mir keiner was vor. Da ist halt dann einfach auch kein Verbesserungspotenzial mehr da, wenn man sich halt wirklich nicht, es ist wirklich sehr schwer, wenn man sehr viel erreicht hat und da wirklich wer es auf Wort hat, der was halt vielleicht, keine Ahnung, nicht so viel erreicht hat wie du, dann sagt, okay, schau dir das mal an, aber dann muss man das auf jeden Fall mal in Betracht ziehen. Also ich glaube, diese Offenheit führt gewissen Leuten dann einfach, um dann wirklich so das Top-Level zu erreichen, ja. Ja, dieser Leitspruch, ist jetzt so eine hohle Phrase, aber es ist halt die Wahrheit, man lernt nie aus. Und das Ding ist wirklich so, wenn du irgendwann glaubst, du weißt alles, dann bist du halt wirklich blöd. Ne? Ja. Das ist halt wirklich, niemand weiß alles und je mehr du fragst, genau deswegen geben auch Profis oder Leute, die Coaches sind, geben die Arbeit ab, wenn sie selber mal auf einen Wettkampf wollen oder irgendetwas machen wollen. Das hat einfach auch mit einem anderen Blickwinkel zu tun. Das kann man subjektiv nie so steuern wie jemand anders, der es komplett objektiv sieht. Auch das Thema Stoff. Du selbst bist ja immer so ein bisschen so, hehehe, also ich könnte ja noch ein bisschen, also hier. Aber da muss auch immer ein bisschen jemand anders sein, der einfach sagt, du, weiß ich, würde ich jetzt auch so machen an deiner Stelle, aber zum Glück gucke ich von außen, nö, machen wir nicht. Und genau, und das ist immer eine richtig geile Sache. Ich möchte jetzt zum Abschluss nochmal sagen, dass das fand ich auch sehr beeindruckend, dass man es einfach nochmal hervorhebt, sowas passiert nicht über Nacht. Du machst seit 10 Jahren, 11 Jahren Wettkampfsport jetzt, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Na, 2012 war eigentlich so der erste Wettkampf. Also, 9 ungefähr, ne? Das ist auch schon nicht ohne. Also da muss man auch vielleicht nochmal sagen, das Thema, was wir gesagt haben, Geduld, Arbeit,
Saison für Saison mitnehmen, wirklich auch mal ein Jahr arbeiten lassen, Off-Season runterkommen. Da ist man dann halt auch nicht so hart am Blasten, sondern lässt einfach mal die Ernährung sprechen, ne? Das braucht alles Zeit. Ich glaube, für mich war eigentlich immer so das Wichtigste, weil, also, oder was ich sehr wichtig finde, einfach, dass die Leuten auch das Training Spaß macht. Früher war es halt nur so, es hat kein Social Media gegeben, da haben die Leute halt nur die Leute Bodybuilding gemacht, denen es auch wirklich Spaß gemacht hat, zu trainieren, im Studio zu sein, was auch immer. Heutzutage ist es schon oft so, dass man einfach sieht, okay, ich möchte jetzt diesen Wettkampf machen, weil dann kann ich mir diesen Status so auf der Art erkämpfen. Das hat es damals nicht gegeben. Damals war halt okay, ich will das auch mir, der erste Wettkampf war so, ich will es einfach mal ausprobieren. Das schaut für mich einfach, ich habe Bodybuilding relativ lang vorher schon verfolgt. Und da habe ich gedacht, das muss ich unbedingt einmal auf jeden Fall ausprobieren. Und aus dem einmal hat es mir halt dann einfach so taugt auf der Bühne und die Leute halt, haben mir so ein gutes Feedback gegeben, dass mir halt dann so richtig eingerissen hat in diese Bodybuilding-Welt. Und ja, wie gesagt, bin heute noch fasziniert davon und gehe immer nur extrem gern ins Studio. Würde gern öfter gehen, aber meine Regenerationskapazitäten lassen es nicht wirklich zu, beziehungsweise schieße mir meistens einfach in jedem Training immer zu sehr ab, dass ich öfter als viermal die Woche gehen könnte. Auch vielen Dank nochmal, dass du das gesagt hast, weil das ja auch immer eine Diskussion ist, die du mit vielen Leuten hast. Bitte mach mal eine Pause. Und das ist wirklich die Regeneration, vor allem in der Off-Season. Lass deine Muskeln doch bitte wachsen. Und jetzt hast du es auch nochmal von einem Profi gehört. Viermal gehst du tatsächlich? So ist es also dreimal die Woche. Es ist eigentlich ein Dreier-Split, also halt Pull, dann Pause, dann Push, dann Pause, dann Beine, dann am Armtag oder am Schulter, aber das ist mehr so, wo ich nur hohe Reps mache und nichts ZNS-lastiges. Ja, das ist halt auch wieder sowas, das kann man halt nicht verallgemeinern, weil es gibt sicher Leute, die was einfach mehr vertragen und was auch sicher öfter gehen können. Das gilt halt jetzt nur für mich, weil ich halt ja einfach so bin, wie ich bin, sagen wir mal so. Es kommt da wahrscheinlich auch drauf an, wie intensiv dann trainiert wird, weil du, wie ich ja jetzt rausgehört habe, schon jemand bist, der nichts anbrennen lässt. Und ich weiß, jetzt sagt jeder, ich hau aber auch rein, ich zerstöre das Gym. Das ist völlig klar, aber man muss halt objektiv sagen, es gibt manche Leute, die zerstören wirklich heftig und auch sich selbst. Und dann ist natürlich dieser schmale Grat zur Regeneration dann bei dir schon wichtiger, als es bei jemand anderem der Fall wäre, der vielleicht wirklich nur auf Workload setzt. Da erledige ich die Workload-Sätze da, da, da und da und dadurch habe ich meinen Wochenworkload geschafft. Da ist das ZNS nicht so mit dabei, wie wenn du dich komplett abschießt. Ja, ich finde es immer sehr schwierig, dieses Thema anzusprechen, weil es kommt dann immer so arrogant um, wie wenn ich mich so auf die Art über alle heben würde und sage, ja, ich trainiere so intensiv, deswegen trainiere ich nur drei, viermal die Woche Ich und ihr weiß. trainiert eh so Ja. unintensiv. Das ist extrem schwer rüberzubringen. Also deswegen, also ich spreche gerne über so Regenerationskapazitäten, aber ich tue da eigentlich nie was individualisieren, weil es bei jedem wirklich unterschiedlich ist. Und ich glaube, die meisten Leute merken es aber dann, wenn es wirklich so ist. Also bei mir, ich habe es ja auch immer wieder ausprobiert, öfter zu trainieren, aber ich fahre dann nach 2 Wochen sofort gegen eine Wand. Die Progression geht runter, der Appetit geht runter, alles, wo es mir eigentlich einfach nicht mehr. Deswegen habe ich für mich das einfach wirklich auf 4-mal die Woche gelassen. Wenn es für jemanden super funktioniert, 5-mal die Woche zu trainieren, 6-mal die Woche zu trainieren, sicher, warum nicht, ja? Dann einfach so weitermachen, wann wirklich halt auch die Progression im Training da ist und man sich wirklich gut weiterentwickelt. Aber das muss man halt zuerst einmal objektiv messen. Und da sind ja auch, wie du es eben beschrieben hast, so die typischen Symptome, die du dann wahrscheinlich auch hast. Lethargie, vielleicht leidet der Schlaf ein bisschen so. Du bist so über den Tag ein bisschen abgeschossener oder du kommst ins nächste Training nicht mehr so rein wie Hur, sondern mehr so wie Und das sind so diese Anzeichen, die viele Leute vielleicht auch leider nicht sehen wollen oder als normal, als Arbeitsstress erachten. Kann sicherlich auch in Kombination damit zusammenhängen. Aber es ist immer eine Summe aus allem. Aber natürlich sind das Anzeichen dafür, dass die Regeneration vielleicht völlig egal, woher es jetzt kommt, ein bisschen mehr Zeit braucht, ne? Ja, aber auch wenn diese Umweltfaktoren, so wie, keine Ahnung, ich habe jetzt einmal einen schlechten Tag, muss viel in der Arbeit machen oder so, dann mache ich doch gerade da den Pausetag, weil ich mir denke, okay, dafür kann ich dann am nächsten Tag wieder Vollgas geben, wann ich mich an dem Tag gut erhole. Also das Mindset muss einfach ein bisschen eine andere Herangehensweise einfach dann irgendwann einmal finden. Dann findet man so den richtigen Weg für sich selber. Sehr nice.
Gute Sache. Dann würde ich sagen, hatten wir einen sehr, sehr coolen Talk. Für die letzten Worte lasse ich dir das einfach noch, wenn du Bock hast. Erzähl nochmal, wo man dich findet, was du alles noch loswerden möchtest und ja. Jo, was man von mir, beziehungsweise wo man mich findet, ist am besten eigentlich immer auf Instagram, LionKingKS. Sonst gibt es eigentlich von mir jetzt nicht allzu viel zu sagen. Das Wichtigste, was ich eigentlich immer mitgeben will, ist, dass man seine Progression, beziehungsweise halt auch seinen Verlauf immer auf jeden Fall in einem Logbuch festhalten sollte. Natürlich mit mehreren Faktoren, jetzt sein Körpergewicht, dann natürlich seine Trainingsgewichte. Das Ganze einfach wirklich den Prozess irgendwie nachvollziehbar zu machen, um halt dann wirklich das Ganze objektiv irgendwie messen zu können. So könnt ihr dann wirklich auch gut Fortschritte machen und einfach auch diese richtigen Adjustierungen für euch setzen und zusätzlich auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Geduld haben. Auch wenn ihr jetzt glaubt, es geht nicht wirklich was weiter, kann man sich auf jeden Fall mal Hilfe suchen beim Coach oder so. Es gibt jetzt schon wirklich sehr, sehr extrem viele gute Coaches auch. Ist auf jeden Fall keine Schande, sich da mal Hilfe zu suchen. Aber die Geduld und diese Konstanz und diese Freude am Training sollte einfach nicht wirklich, sollte nicht verloren gehen. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, weil dann kann man einfach wirklich gut Progression einfach über die Dauer machen und dann natürlich aus dem auch einmal einen guten Körper entwickeln. Richtig. Sehr, sehr schönes Gespräch auf jeden Fall. Ich danke dir vielmals. Ich blende hier natürlich nochmal ein, wo ihr den guten Kevin finden könnt. Und ansonsten vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr noch Anregungen habt, schreibt es doch in die Kommentare. Und nicht vergessen, auch diesen Kanal gerne zu abonnieren und einen Daumen nach oben oder nach unten zu lassen. YouTube unterscheidet da ja nicht. Also von dem her, mach, was du denkst. Vielen lieben Dank fürs Feedback. Wir sehen uns das nächste Mal bei Iron Mike Bodybuilding. Macht's gut. Ciao.